Mobilitätsstadt Schweiz ist unser Thema heute. Ein Thema, was vor 6 Jahren für den Telekom-Verband noch undenkbar gewesen wäre. Wir waren höchstens ein Problem beim Telefonieren im Auto, ganz sicher nicht die Plattform, die es möglich macht, dass Straße, Schiene, Individualverkehr, öffentlicher Verkehr zusammenkommen, sich verbinden und gemeinsam die Verkehrssysteme der Zukunft angehen, so wie es diese Tagung heute im Verbund mit ITS Schweiz und mit dem TCS möglich macht. Die Kommunikationstechnologie ist das Mittel, das verbindet. Es wachsen dadurch auch die Informationsflüsse enorm an und sie sind mobil. Und das bedeutet, dass die Infrastruktur, die Kommunikationsinfrastruktur, das tragende Element dieser neuen System, dieses neuen Systemverbunds auch im Bereich des Verkehrs sein wird. Und das hat zur Folge, dass wir dazu schauen müssen, dass diese Infrastruktur den Anforderungen der Zukunft gerecht bleibt. Dazu gehört auch, dass wir uns nicht selber Knüppel zwischen die Beine legen, dass wir im Bereich zum Beispiel der Mobilfunkgrenzwerte ein Niveau erreichen, das dem Europäischen entspricht, weil der Verkehr findet nicht nur in der Schweiz statt. Das ist ein Geschäft, das derzeit im Parlament ansteht und wichtig ist für uns, denn sehen Sie, Kommunikation, mobile Kommunikation, die flächendeckend ist in der Schweiz, die verträgt keine Funklöcher. Verkehrssicherheit darf nicht wegen Funklöchern gefährdet sein. Merci.